Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Wir öffnen hier erstmal diese Kiste. Und zum anderen auch noch die Kiste da hinten. Die ist mir erst im Nachhinein übrigens aufgefallen. Bevor jetzt wieder jemand mit einem schlauen Spruch kommt. Hey, da ist nicht nur eine, da sind zwei Kisten. Ja, aber das ist keine der direkten Kisten, die man ja so meint. Könnte. Was ist denn? Irgendwie ist ja heute ein bisschen komisch mit der Steuerung. Hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Öffnen. Du sollst dich nicht anlehnen. Alter, öffne einfach nur die Kiste. Dass er sich da anlehnen muss. Nein, das machen wir mal nicht. Das auch nicht. Genau. Wir machen mal einen Schlaffeil. Davon habe ich eh nur noch einen. Oder auch halt gar nicht. Gut. Allgemein, meine Vorräte sehen sehr bescheiden aus. Gut, egal. Wir machen jetzt die Mission, die ich schon mal angekündigt hatte, dass wir die machen. Und zwar die, als wir von oben das Attentat hätten ausführen müssen. Okay. Sequenz 4 und 2 und 1 hatten wir. Sequenz 3 ist ja das, was so ein bisschen Probleme gemacht hat. So, und zwar, wo ist es denn? Hier. Nein. Nein? Nein, wo ist es denn? Ducasse per Luftattentat. Genau, das war das, was ich machen wollte. Das machen wir jetzt auch nochmal. Ich habe erstmal keine Erinnerung mehr, aber ich weiß auf jeden Fall, ich soll keinen in die Arme laufen. Das heißt, ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit. Das kann jetzt ein bisschen dauern natürlich, aber ist halt wichtig. Gentlemen, ne? Wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt, stürzen wir uns nicht kopflos ins so, Unglück. So, wer das nochmal mitkriegen möchte, in den ersten 4-5 Folgen müsste ich das drin haben. Oh, was jetzt richtig ekelhaft ist, natürlich das Klettern. Wie gesagt, eigentlich war es ja mal schneller. Ich habe mal nachgeguckt und ich hatte recht. Ich habe das mal verglichen. Ich habe mir Assassin's Creed 1 nochmal raufgehauen auf den Rechner. By the way, es läuft flüssig. Ich könnte also das Remaster jetzt schon mal aufnehmen in naher Zukunft. Das heißt, Kommentare oder sowas. Danke, nein, danke. Könnt ihr euch da an der Stelle sparen. Es ist halt wirklich nur, damit ihr nochmal ein schöneres Let's Play von Assassin's Creed 1 habt. Also, mehr auch nicht, quasi. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber es ist halt wirklich nur, damit ihr nicht dieses 4:3 Format, sondern wirklich ein schönes 16:9 mit, ja, ordentlich Leistung hinter dem Bild, sag ich mal so. Das wäre schon ganz schön. Deswegen, wenn ihr da irgendwie Kommentare schreibt wie, hey, du hast da links was übersehen, werde ich dann wahrscheinlich schon in der nächsten Folge selber dann bemerkt haben, weil, wie gesagt, nur nochmal als Verschönerung aufnehme. So, aber wie gesagt, jetzt nochmal zurückzukommen zum Eigentlichen. Das Klettern im ersten Teil ist, glaube ich, wenn ich das richtig mit der Stoppuhr gemessen habe, ich habe Live-Split dafür verwendet. Sehr schönes Tool, wenn ihr Speedruns macht, / anfangen wollt, um halt die dementsprechende Zeit zu messen. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, hey, ich mache Speedruns oder möchte Speedruns machen und ihr braucht ein Tool, womit ihr die Zeit stoppen könnt, dann kann ich euch da Live-Split definitiv empfehlen als diesen Tool. Sprich, sagt, sprich, ich sag sogar, dass direkt euch, dass ihr dann das nehmen solltet. Weil das Schöne ist, ihr könnt auch einstellen, dass zum Beispiel das startet, sobald ihr dann sagt, hey, hier das Spiel startet ab der Position. Dann liest er eure DLL-Daten aus. Wann ihr zum Beispiel ein Item aufgehoben habt oder wann zum Beispiel der Shark da aufgewacht ist oder wann er die ersten Schritte macht. Ne? Das kann er alles quasi auslesen und dementsprechend ja, auch die automatische Zeitstartung aktivieren. Hört sich zwar jetzt blöd an, wie ich spreche, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus wollte im Endeffekt.
Und das ist mir jetzt eigentlich gerade mal wichtig. No te vuelve aquí. Debe de haberse escapado. So, ich glaube, der hat mich jetzt doch noch gesehen. Aber er sucht im falschen Busch quasi. Das ist sehr schön. Solange noch kein Geschieß oder Schwerdegeraschel losgeht, wisst ihr Bescheid, es ist noch nichts passiert. So, den muss ich jetzt hier mal herlocken. Vielleicht muss ich mich mal ganz kurz selber sehen. Und hier ist, glaube ich, ganz schlau, wenn ich wieder... Ja, kann ich hier über die... So, jetzt muss ich hier natürlich gucken. Schön, wenn ich ein bisschen für mich selber rede. Es ist halt einfach nur, damit mein Gehirn gerade selber zuordnen kann, was ich gerade machen möchte. So, sehr schön. Noch 20 Meter, das hat beim letzten Mal nicht so gut funktioniert, ne? Ihr erinnert euch? Beim letzten Mal habe ich da ja ordentlich versemmelt, den ganzen Kram. So, noch sollte ich nicht zu vorlaut werden, denn es sind noch 230 Meter zum eigentlichen Ziel. Also, zu früh vorlaut werden ist auch nicht gut. Obwohl, ich glaube, hier kamen ja, glaube ich, kaum mehr welche. Oder recht wenig. Die einen noch großartig stören hätten können. Ich gucke natürlich immer schon mal ein bisschen im Vorfeld so um die Ecken. Deswegen tut mir leid, wenn ihr nicht viel seht an der Stelle dann vom Spielgeschehen oder anderweiligen Sachen. Kann ich mich hier... Nein, okay, hier geht er nicht in die Ducke. In die Tukan-Ducke wollte ich gerade sagen. Das wäre aber ein ganz schlechter Witz geworden. So, und das habe ich halt nicht mitgekriegt, dass hier eine ganze Gebüschkette ist hier hinten links. Deswegen, man kann hier ganz gut sich verstecken. Das hat irgendwie funktioniert. So, und jetzt muss ich eigentlich da oben längs. Das Problem ist, ich muss es abpassen, wenn er hinterm Baum ist, weil dann ist er quasi außer Sichtreichweite für mich selber auch. Also dann sieht er mich quasi nicht mehr. Das ist jetzt gerade der Fall gewesen. So, seht ihr? Deswegen... So, und der da ist jetzt auch gerade hinterm Baum. Der unten hat mich eh nicht im Sichtfeld gerade. Jetzt müsste ich eigentlich hinter der Hütte, aber jetzt kommt der gerade nach vorne. Das ist blöd. Ja, da oben nervt halt ein bisschen. Weil ich muss hinter der Hütte, weil da sieht mich keiner. Oh, sag ich jetzt nicht, die haben jetzt eine Synchronisierung gekriegt. Nee, okay, haben sie nicht. Es kam nur so vor. Okay, weil ich muss hier hinter die Hütte. Längs, weil er dann mich hier auch nicht mehr sieht. Nein! Was machst du denn? Lass sie doch mal fallen. Ach, Gottes Willen. So, jetzt muss ich genau gucken, wohin die Pfeile auf der Minimap zeigen. Und jetzt kann ich hier in den Gebüsch. Jetzt hier hinter dem... Okay, und jetzt muss ich kurz abwarten. Ah, nein, 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 nein. Oh Gott. Nein, warum? Jetzt muss ich mich hier erstmal im Gebüsch wieder verstecken. Das ist so blöd immer, weil der da oben mich natürlich gesehen hat jetzt dahinter. Aber ich glaube, ich habe sie jetzt A synchronisiert und B kann ich dann... Ja, nein! Nicht, nein! Bleib doch nicht so ruckelig stehen. So, jetzt kann ich nämlich quasi
die an denen vorbei, weil die nämlich nicht aufmerksam sind genug. Sehr schön, jetzt kann ich... Okay, jetzt kann ich hier nur noch hoffen, dass ich hier nicht irgendwie noch peinlich entdeckt werde. Dafür muss ich jetzt erstmal wissen... Ah, da unter dem Dach steht der. Du Scheibenkleister. Nicht den Kampf verwickeln lassen. Das ist schon mal durch, okay. Ja, wie schaffe ich das denn jetzt mit dem von oben erledigen? Auf jeden Fall muss ich... Alter! Ich bleib trotzdem sneaky, einfach aus Prinzip. Hat halt, wie gesagt, keine große Relevanz. Müsste ich nicht mehr machen. Aber einfach aus Prinzip bleibe ich noch einen Augenblick. So. Ja, wie bekomme ich das denn hin? Ich muss ja auf dem mittleren Pfeiler, wenn ich das richtig kapiere. Ich versuche mal was. Es hat funktioniert, glatt. Ich bin allglatt irgendwie gerade. Also ich schaffe gerade Unmögliches gefühlt. Okay, ich weiß, jetzt dauert es doch recht lange. Heißt, ich werde doch nicht zwei Missionen wiederholen. Tut mir leid an der Stelle, dass ich euch da dann gefühlt angeflunkert habe. So, jetzt muss ich aber echt überlegen. Also auf dem Schiff werden ja höchstwahrscheinlich nicht so viele sein. Das verstehe ich ja auch. Aber, naja. Allein schon in die Nähe des Schiffs zu kommen, ist halt nochmal ein kleines Kunststück für sich selbst. Oder doch nicht. Es sei denn natürlich, der Typ ist da noch schneller als ich. Nee, okay. Der wendet natürlich direkt wieder. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Jetzt muss ich überlegen. Lebhaft, Jungs! Okay. Der hat auch einen Laufalgorithmus. Sehr schön. Das heißt, ich muss jetzt schnell klettern. Schnell, 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 schnell. Okay, 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 okay. Das macht einen echt Angst, wenn man das so sieht, ne? Sehr schön. Kann man da irgendwie... Nee. Das heißt, ich muss jetzt echt warten, bis er hier vorne ist? Oh Gott. Wir lichten Anker vor Sonnenaufgang. Ja gut, ne? Geht die gerade unter oder auf? Nobody's perfect, ne? BZW-Expert. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich mal sagen will. Ich weiß nicht, ob ich zu hoch bin. Wir lichten Anker vor Sonnenaufgang. Bitte sag mir, dass wir hier uns nicht verschätzen mit der Höhe. Ah, wir verschätzen uns natürlich mit der Höhe. Ich muss ein Stück runter und dann muss ich hier rüber. Oder vielleicht noch ein Stück runter. Ich glaube dann hier. Ja, okay, hier. Das sollte passen von der Höhe, komm.
Jetzt wünsche ich mir, dass er jetzt schon hier ist. Oh Mann, das ist halt echt ein bisschen blöd gelaufen. Okay, es wird aber auch, ja. Okay, man kriegt halt keine Umrandung, um der Figur richtig mehr zu sehen. Naja, schon, aber man muss auch ein bisschen auf die Klinge achten. Hier, wenn ich runtergucke, leuchten sie, wenn ich hochgucke, nicht. Das Ding ist, ich muss natürlich auch gucken, auf wem ich da gerade dann zu dem Zeitpunkt gucke. Eyo, mehr Leben! Und ich will natürlich ihn. Ja, jetzt ist es. Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Fies du Peter. Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. So, jetzt haben wir es geschafft. Und ich bin ein bisschen frustriert, dass es so lange gedauert hat. Nach allem, was du über den Orden weißt, vielleicht täuscht das auch nur. Das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unseren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Yep. Sehr schön. Mission wiederholt und Mission geschafft. Als nächstes werde ich wahrscheinlich das mit den Drehmassen machen, wenn das ja jetzt noch von der Zeit noch reinpasst. Drehmassen meine ich. Drehmassen. Und wenn das mit den Speichern schneller geht. Und wenn dann die Folge hier zu Ende ist, mach ich mir erstmal Toast. Ich hab Hunger. Meine Fresse. Okay, das ist voll irritierend mit dem Wasserrauschen. Und echt nicht praktisch, wenn man gerade mal, naja, wohin müsste. Na gut, egal. Es ist ja jetzt vorbei. Jeden Augenblick. Dann kann ich auch gleich Escape drücken, kurz nach der Zeit gucken und wenn dann noch Zeit übrig ist, habe ich halt Pech gehabt. Spiel. Oh Gott, ich schwitze auch wieder, ne? Schon, wenn ich relativ ruhig immer auch bei den Parts bin, also wenn ich mal wirklich Stellen habe, wo ich komplett gar nichts sage. Ich weiß, in meinen älteren Parts, in vielen älteren Parts, war ich viel gesprächiger, habe viel mehr gesprochen. Lag unter anderem auch daran, dass ich viel jünger war und viel faszinierter von alles und jedem und hast du nicht gesehen. Jetzt hatte ich das so ein bisschen gelegt, aber dennoch bleibe ich auch dabei und bleib halt auch gehypt, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Film kommt, neues Spiel, neue Serie, was auch immer. Hallo? Ja gut, ich kann auch ohne Bild weiterspielen, so ist nicht. Willkommen zu Assassin's Creed Dark Plague. Dunkelschwarz, ne? Also, okay, das können wir auch falsch verstehen. So war das gar nicht gemeint. Verdammt. The Darkest Black, das dunkelste Schwarz, so. Ich weiß gar nicht. Aber gespeichert hat es ja in der Theorie. Könnte ich jetzt einmal kurz, ja, quick, quiet, ne? Also schnell raus und dann nochmal das Spiel neu starten. Ich guck mal nach. Vielleicht ist es auch einfach ein allgemeiner Hänger von meinem Rechner wieder. Nein, es ist nicht. Es ist einfach ein Hänger vom Spiel. Gut, dennoch, wir haben 20 Minuten. Das heißt, noch eine Mission machen geht eh nicht mehr. Gut, jetzt lädt es nach und hängt sich natürlich jetzt ein bisschen auf, dadurch, dass ich natürlich... Ja, uns. Gehört uns. Sag es. Die Bucht! Sag es. Gehört uns. Sag es. Ah, okay, ich tapp nochmal raus.
ob da überhaupt ein Bild ist. Nicht, dass ich jetzt noch immer ein Schwarzbild habe. Jetzt habe ich sowieso ein Schwarzbild, weil Gebucht gehört. Die Gebucht gehört. Oh. Ja, ja. Uns. Ja, danke. So, sehr schön. So, super. Nichts im Kampf verwickeln lassen und Dukas per Luftattentat töten. Sehr schön, dann möchte ich noch meine Erinnerung bewerten. Darf ich nicht? Okay. Also meine Erfahrung mit dieser Erinnerung wollte ich eigentlich bewerten. Aber egal. Passt. Wackelt, hat Luft. Und ganz ehrlich, ich habe ja mal eine Zeit gehabt, wo ich gesagt habe, ich hasse diese Schleichmissionen, ne? Hat sich komplett geändert. Um 180 Grad, um genau zu sein sogar. So, jetzt haben wir noch... 1, 2, 3 Nebenmissionen, die wir noch machen müssen. Was auf jeden Fall nerven wird, wird das hier sein. 2 Boote mit einer Breitseite versenken. Das heißt, ich muss erstmal ein Schiff so weit machen, dass ich es entern kann und das zweite auch. Und dann beide mit einer Breitseite erwischen. Und Schiff mit schweren Kugeln versenken. Dann werde ich ja einfach auf die schweren Kugeln wechseln in dem Fall. Hier ist das halt Jagdschiff plündern. Das habe ich nicht gemacht, weil ich nicht drüber nachgedacht hatte in dem Augenblick so schnell. Nochmal nachzugucken, ob was ist. Und Seeleute mit Drehbassen töten. Das habe ich nicht gemacht, weil... Naja, nicht kapiert am Anfang. So, Sequenz 4 haben wir komplettiert gehabt. Und Sequenz 5 sind wir aktuell... Sequenz 5 sind wir aktuell doch drinne. Achso, weil ich... ja, hier. Sequenz 5 sind wir aktuell drinne. Da haben wir gerade 33 von 100 möglichen Prozent. Aber wir sollten... Ja, auch nur eine da drin haben. Warum? Achso, ja, weil wir gerade auch erst die erste Mission nur gemacht haben. Gut. Was Thema Templerjagd anbetrifft, haben wir 100%. Achso, da gibt es nur 4 Missionen. Okay. Hier, Assassinenaufträge haben wir 40%. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben 18 Missionen. Ne, warte. Ich verzähle mich immer, wenn ich das so mache. Okay, warte mal. 2, 4, 6, weil die ausgegraut sind, kommen noch. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also 18 Missionen fehlen noch. Das heißt, 18 Missionen noch. Dann haben wir auch Assassinenaufträge komplett. Marineaufträge haben wir 6 aktuell komplett. Da kommen auch noch einige, wie ihr seht. Ne? Eine haben wir schon gemacht. Oh. Hauptschauplätze haben wir 60% entdeckt. Nebenschauplätze haben wir 18%. Nebenaktionen 6%. Küstenforts haben wir 30%. Ja, Forts, sag ich doch. Hört sich an wie Forts. Also, ne? So. Aussichtspunkte haben wir 40%. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen nuschel ist. Oder BZW Lispel. Meierstellen haben wir 42%. Also fast die Hälfte komplett. Tavernen haben wir 24%, also fast ein Viertel, 1% fehlt. Und vergrabene Schätze haben wir 9%. Da muss ich mich auch mal jetzt demnächst wieder dran machen. Das heißt, nächste Folge ein bisschen vergrabene Schätze. Was meint ihr? Ich kann ja mal... Moment, ich... Achso, Steuerrad muss ich halten. Ich kann ja mal gucken. Schatzkarten. Ah, okay, mit F. Natürlich. Ich dachte gerade, hä, warum geht's nicht? Okay, wir haben 1, 2, 3, 4. 4 Karten haben wir. Die könnten wir mal bei Zeiten echt mal abhaken. Gut, aber wie gesagt, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Beim nächsten Mal machen wir, wie gesagt, das mit den Drehbassen definitiv. Wie gesagt, ich will jetzt nichts Schweres machen. Deswegen erstmal das mit den Drehbassen und dann... kümmern wir uns, ja, glaube ich, nochmal darum, noch mehr zu sammeln. Danach erneut wieder. Also, jetzt noch eine sammeln. Also, ich meine jetzt Storyn. Also, Entschuldigung. Nach den Drehbassen dann
nochmal ein bisschen mehr Story. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Man sieht und hört sich beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Star Wars. Haut rein und ciao.